Ich würde jetzt ganz gerne noch ein paar Sätze natürlich zum Dialog- und Transferzentrum Demenz sagen. Das ist etwas ganz Neues, was wir damals angegangen haben, beziehungsweise was Detlef Rüsing auf den Weg gebracht hat mit den Kollegen, die jetzt mit ihm zusammenarbeiten. 2004 wurde dieses Institut gegründet und es ist eine im Rahmen der Landesinitiative Demenz. Das ist etwas ganz Besonderes gewesen, was Nordrhein-Westfalen dort gemacht hat. Also kein Land hat sich so intensiv, kein Bundesland hat sich so intensiv um die Fragestellung der Menschen mit Demenz gekümmert wie Nordrhein-Westfalen. Und es hat ganz viele, aber leider nicht miteinander verbundene Initiativen gegeben. Und dann ist Ihnen aufgefallen, wir haben fast gar nichts evaluiert. Wir haben überhaupt nicht geguckt, ob das, was wir hier fördern und da fördern, ob das wirklich hilfreich ist, ob das nachhaltig ist, ob man es weiter unterstützen soll. Und die Bitte war, das muss nun begleitet werden. Es muss gezielt geguckt werden, welche Projekte laufen alle in Nordrhein-Westfalen, was tun wir alles, um Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen zu unterstützen und zu begleiten. Und man hat eben ganz gezielte Arbeitsaufträge an das Zentrum überwiesen. 2005 bis 2008 war die Förderung durch das Ministerium, damals hieß es noch MAX, die eine oder andere wird sich erinnern, Arbeits-, Gesundheit und Soziales, sehr stark in den Vordergrund gerückt. Und seit 2009 gab es eben auch diese feste Zusammenarbeit mit dem DZNE, was Herr Professor Butzler vorhin schon angesprochen hat, was zurzeit noch Sabine Bartolomacic leitet, das ist das Helm von der Helmholtz-Gemeinschaft, ein großes Forschungsinstitut, welches als Partnerinstitut zu der großen bundesweiten Initiative Demenz gehört. Und die haben inzwischen dort auch mehr als 30 Pflegewissenschaftler und Statistiker, Gesundheitswissenschaftler, die dort tätig sind und sich um Fragestellungen der Versorgung von Menschen mit Demenz kümmern. Das Besondere auf der einen Seite des DZNEs, was Herr Butzler auch schon ansprach, ist, dass das das einzige Institut von den 7 Instituten in Deutschland ist, was sich um lebende Menschen kümmert. Und ich weiß damals, wie Frau Schawan das bekannt gegeben hat, sie sagt, Gott sei Dank, ein Institut, was sich auch um Lebende kümmert, weil die anderen natürlich vor allen Dingen sehr stark in die Zukunft forschen, auf zellulärer Ebene Grundlagenforschung betreiben. Etwas, was jetzt das DZD macht, das geht noch einen Schritt darüber hinaus. Das DZE hat die Aufgabe, die vorhandenen Studien, das vorhandene Wissen weltweit zum Thema Demenz zu sichten, zu spezifischen Fragestellungen und dieses Wissen wirklich so gerecht aufzuarbeiten, dass es wirklich jemand verstehen kann, der da tagtäglich mit umgehen muss. Und das ist das, was uns ja vielfach fehlt. Gerade die Medizin leidet ja darunter, dass sie diese IC-Punkte, also dass sie diese Impact-Faktoren erwerben müssen. Das gibt es in anderen Wissenschaftsdisziplinen nicht so stark. Und das führt vielfach dazu, dass das Wissen, was erarbeitet wird, viel zu spät bei denen ankommt, die es brauchen und auch teilweise natürlich fast alles englischsprachig publiziert ist. Und wir in Deutschland nicht alle der englischen Sprache mächtig sind, zumindest nicht der Fachsprache, dass man diese Artikel lesen kann und dann schon gar nicht, wenn sie wissenschaftlich formuliert sind. Und das ist nun die Aufgabe, die das DZD wahrnimmt. Sie gehen ganz gezielt hin zu Fragen der Ernährung, des Entlassungsmanagements, Unterstützung von pflegenden Angehörigen und vielen anderen Fragestellungen, wirklich international die Literatur zu sichten und dann zusammenzustellen, was alles benötigt wird, um die Versorgungssituation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen gezielter und systematischer zu gestalten. Und wenn Sie auf die Homepage des DZD gehen, das ist sehr einfach zu finden, wenn Sie das eingeben, Dialog- und Transferzentrum Demenz, bei Google, wo wir ja alle wahrscheinlich unterwegs sind, kommen Sie ganz schnell auf die Seite und können die Berichte runterladen, die ich finde sehr lesenswert sind. Ein weiterer Schwerpunkt sind Veranstaltungen wie diese. Also vor allen Dingen sehr kunterbunte Veranstaltungen, wo verschiedene Akteure zusammentreffen, die sich verantwortlich fühlen für die Versorgungssituation von Menschen mit Demenz. Die Publikation hatte ich schon angesprochen, es gibt auch Broschüren, die erarbeitet wurden. Und zunehmend muss das DZD Projekte begleiten. Also es gab das Oasenprojekt, es gab ganz viele vielfältige Projekte, die durch das DZD, durch die Mitarbeiter des DZEs begleitet wurden und es liegen immer wieder neue Anfragen vor,
ob sie nicht noch mehr tun können, aber auch deren natürlich ihre personellen Kapazitäten sind. Sie arbeiten mit an Qualifizierungsmaßnahmen, zum Beispiel ist gerade Herr Müller-Hergel verantwortlich fürs DCM, das kennen sicherlich viele von Ihnen, Dementia Care Mapping, was aus Bradford zu uns gekommen ist und hier von der Universität auch stark nach vorne getragen wird, besonders durch seine Person. Und Sie, die Kollegen arbeiten eben an dem multiprofessionellen Masterprogramm Demenz. Es gibt viele Netzwerkarbeiten, die Sie tätigen, das ist ja ganz wichtig heute, wir sind mit allen möglichen Instituten verbunden und vernetzt und ich hoffe, dass Sie da heute etwas von spüren, dass Sie merken, dass man ganz schnell auch Fragen Ihnen irgendeinen Tipp geben kann und sagen kann, da könnte man danach gucken, da könnte man danach sehen und das ist auch unser Anliegen, dieses Wissen im Grunde in die Breite zu bringen. Ich wünsche Ihnen allen für diesen Tag einen guten Austausch, nutzen Sie Zeit des Austauschs.